Moinsen und willkommen zurück zu Dead Space, dem intergalaktischen Inneneinrichterprogramm. Ah, ich muss ja sagen, diese Toten hier haben echt Geschmack gehabt mit diesen Räucherkerzen. Mmh, yam, yam, yam. Dazu noch dieses sanfte, störende, leicht nervtötende Computerstimme im Hintergrund. Und diese schön leuchtenden, kaum auffallenden, dezent blinkenden Kisten überall. Oh ja, ich mag es. Und diese durchgeknallten Schriftzeichen in deutsches Alphabet übersetzt geben dem Ganzen noch den letzten Schliff. Don't believe bla bla lies. Hehe. Da fällt mir mal gerade ein, wo ich mir jetzt gerade hier so diese Buchstaben ansehe. Da gibt's so ein lustiges Easter Egg, und zwar bei jedem Kapitel, das man startet, muss man den Anfangbuchstaben nehmen, und im Englischen ergibt das folgenden Satz. Wie war der nochmal? Nicole is dead. Ich glaube, so war das. Nicole is dead. Also wenn man im Englischen von jedem Kapitel den Anfangsbuchstaben nimmt, kommt das dann dabei raus. Also Nicole ist tot. Wobei ich mich jetzt gerade frage, Nicole, das müsste unsere eingebildete Schiffsfreundin sein. Jupp. Also ganz ernsthaft, er ist ein Nerd. Der hat keine Freundin. Der Computer ist seine Geliebte. Lalalala. Oh, 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 oh. Ich merke schon wieder, ich bin ein bisschen ins RTL-Klischee verrutscht. Mia Scusi. Pseudo-Italiener. Funktioniert bei Super Mario auch immer. Erstmal schön gepflegt auf ein Monster drauftreten. Mies Goosey. Wrenched Moon. Hä? Sieht nach einem Porno aus. Crime has their passion. Aha. Cool, dass es in der Zukunft noch immer Kinofilme gibt. Was? Kitty Kitty Bang Bang? Oh. Okay, das muss ein Qualitätsfilm sein. ein Bronzenfilm? Geil. Okay, ich bin ja tatsächlich irgendwo bei einem Kino angelangt. Habe ich mir noch gar nicht angeguckt, die ganzen Plakate hier. Wandert. Shaolin V. Space Ninja? Was zur Hölle? Okay, eindeutig Parodien auf irgendwelche alten Sachen. Ach so, das sind die Dinger. Was ist denn das? Hä? Sollen wohl Lampen oder so darstellen, keine Ahnung. Was? Old Man Be Braced. Ach ja, Old Man. Der Begründer von der Ornithology-Bewegung. Ja, ja. Der alte Spinner. Wer hätte gedacht, dass er mal recht haben könnte. So, lass mal gucken. 5000 Ocken. Da können wir uns doch nochmal wieder ein bisschen was leisten. Warum kaufe ich eigentlich extra ein kleines? Ach ja, weil ich gar keine mehr hatte. Deswegen. Naja, ein kleines wird wenigstens ein Prozentsatz wieder heilen. Auch was Schönes. So, und die hängen hier rum, tot wie sie sind, mit Loch im Kopf. Na komm, wenn ihr eure Köpfe nicht mögt, ich helfe euch mal ein bisschen. So viele Leichen auf einem Haufen, das macht mich doch immer leicht nervös. Aber bevor ich jetzt hier riesen Mengen an Munition verbrate, machen wir das mal einfacher. Immer am Rumhängen, die Belegschaft. Sind übrigens, wenn ich es gerade richtig sehe, alles Bergarbeiter, sprich die Arbeitergemeinschaft. Laufen hier unter Bergarbeiter oder so. Wegen Weltraum, Asteroidenabbau und so. Auf jeden Fall, das ist ja dann ein Großteil alles Newology-Anhänger. Es ist dann die Frage, haben die jetzt Ritusmord begangen oder wurden die getötet? Aber so wie das für mich aussieht, Ritusmord, ja. So, die habe ich schon zersammelt.
Hier haben wir auch mal eine schöne Skulptur vom Maker. Sieht allerdings nicht wirklich so aus. Also ein bisschen verkünstelt. Also nur für die Leute, wo wissen wollten, wie der Marker aussieht. So. Stehe ich eigentlich weit genug weg? Nein, tue ich nicht. Moment. Wie viel hat mir das abgezogen? Kaum was? Okay. Die neue Rüstung funktioniert. Finde ich gut. So, die haben wir jetzt alle schön zerstückelt. Finde ich schön. Naja, also nicht, dass die Leute tot sind. Also, nein. Nur, dass wir uns eben ein bisschen Arbeit ersparen, sollten hier ein paar Mandarochen auftauchen. Items. Heiligem. Ach nö, nicht schon wieder die Viecher. Wie gesagt, ach nö, nicht schon wieder die Viecher. Ja, nu? Bist du da oben verreckt? Zu fett? Hm? Zu viel Hamburger gefressen? Könnte sein. Zero-G Basketball. Ah! Da dämmert mir was. Hier gefällt's mir. Hier gibt's Items. Anzug? Level 5? Alter, ich krieg hier ja die Anzüge in der geschmissen. Warum habe ich meine ganze Kohle verbraten? Okay, das ist. Also das sind echt Duschen? Ernsthaft? Okay, also ich erinnere mich, auf dem einen Zwischendeck hatte ich hier gerätselt, ob das jetzt Duschen sein sollen oder nicht. Das sind anscheinend echt Duschen. Wie zur Hölle duschen die mit dem Zeug? Da muss man sich ja verrenken können, wieso? Ach, deswegen liegt die Seife am Boden. Ah. Jetzt macht endlich alles gar keinen Sinn. Ach ja, Giro-C, also Null-Gravitations-Basketball. Aha. Schön, schön. Ich plündere jetzt erstmal, was hier drin ist. Oh Mann, ich hoffe, wir kriegen nachher noch genug Zeug zusammen, um uns einen neuen Anzug leisten zu können. Ah, schön wär's schon. Eintritt Schwerelosigkeit. So, gibt's hier Gegner? Kuckuck. Kuckuck. Anscheinend nicht. Ich sehe da was. Natürlich, es konnte ja nicht anders sein. Mit euch sollte ich jetzt Basketball spielen. Oh! Oh, Elite-Babys. Die machen auch schon ganz ordentlich Schaden. Moment. Für euch packe ich jetzt mal die Knie wo mal aus. Boah, die machen echt Unterschied. Kommt da noch einer? Tatsache, drei Stück von der Sorte. Alter, machen die einen Schaden. Das ist ja mal derbe. Komm schon. Oh, scheiße. Okay, man merkt schon, die kleinen Elite-Bastarde, die sind schon ein bisschen härter. Alter Schwalter. Da muss ich gleich mit der Wumme dran. Wo fange ich jetzt dann an? Meine Fresse, was muss ich auch mit einer von den schwächsten Knarren drauf losgehen? Die ist ganz praktisch bei dem kleinen Viehzeug, wenn es ausspratzt, aber. Ah, okay. Das ist sozial. Finde ich gut. So, nehme ich jetzt am besten mal die hier. Muss ich zwar besser zielen, aber hat auf jeden Fall den besten Durchschlag. Oder ich probiere es mit Bomben. Andererseits, die kleinen Mistkröten, die sind dermaßen flink. Warte mal, ein bisschen mit Stase arbeiten, ist auch eine Idee. So, komm mal her, du. Na? Stirb, stirb, stirb. Fall tot um. Okay, den hätten wir los. Wo ist der nächste? Na, du hässliche Krabbe. Und der letzte. Komm schon. Alter, mir tun die Leute leid, die ihre ganzen Anzüge aufpushen, aber nie ihre Waffen. So, lebt hier immer noch einer? Einer lebt doch noch.
Sag mal, du bist richtig stur. Kann das sein? Ah, ich wollte schon gerade sagen, warum habe ich kein Medipack mehr? Der hat das einfach mal nicht gefressen. Nee, den Kleinen will ich nicht. Ich will den Kleinen nicht. Verpfeif dich. Ich will die Muni. Danke. Alter Falter. Aus dem Grund mag ich die Elite-Viecher nicht. Die halten scheiße viel Damage aus. Und verteilen derbe. Also wenn ihr wirklich mal so ein paar Viechern begegnet, nehmt am besten die bestaufgepumpteste Waffe. Man hat ja gut gesehen, was passiert, wenn man es nicht tut. So, okay, wir haben jetzt unser Teil gefunden. Hä? Spiel gestartet, Level 1. Okay, ich soll also den Ball hier fangen. Ball? Ball! Hey! Komm mal her, du. Und ins Tor mit dir. Natürlich nicht. Ne? Ne? Der will irgendwie nicht. Geh ich einfach mal hier hin. Ich habe echt keine Ahnung, ob man da irgendwas Lohnenswertes rauskriegt, wenn man das Spiel spielt. Keine Ahnung. Ne? Ist der schon wieder draußen? Ach, doch nicht. Und rein damit. Ups. Wo ist er denn? Ah! Und rein damit. Wie viele Punkte brauche ich denn? Gibt es da irgendwie ein Limit? Hab gar nicht aufgepasst. Ich hätte die Regeln vielleicht mal lesen sollen. Nee. Wer liest schon die Regeln? Du liest nie die Regeln. Wer hat das gesagt? Ich. Och nö, er redet wieder mit mir. Natürlich rede ich mit dir. Halt die Klappe und spiel das Spiel. Du spielst das Spiel. Dann halt einfach nur die Klappe und tu das, was imaginäre Stimmen einfach so tun. Also reden. Genau, ach, damit. Ich hab gewonnen. Nein, hast du nicht. Hab ich doch. Hast du nicht. Hab ich doch. Geh mit Dr. Freeman spielen und geh Stambus auf den Keks. Das war jetzt taktlos. Jetzt hast du überlegen müssen, was du sagen sollst, hä? Hast das Wort wohl nicht gewusst, hm? Du bist echt ein Monster. Musst du gerade sagen. Ja? Ich glaube, ich habe gewonnen. Geil. Ich bin nicht verrückt. Nö, nö. Alles bestens. Mir geht's gut. Nein, geht's dir nicht. Hast du eigentlich immer was zu sagen? Naja, zwangsläufig. Das ist das Einzige, was ich kann. Naja, und schlecht Basketball spielen. Du hast schlecht gespielt, ich habe nur gesprochen. Kannst du eigentlich auch mal die Schnauze halten? Könnte ich schon, tue ich aber nicht. Ich hasse meine imaginäre Stimme. Aber ich liebe Munition. Apropos Muni. Moment, war der Schrank nicht vorher schon? Okay. Hi. Oh, sogar einer von den großen Bastarden. Der sieht auch so aus, als ob er meinen würde, nein, hör auf mich mit dem Massagestab zu kitzeln. Stasepack. Auch nicht übel. Plasma? Ja, kann man nicht mutzen. Ach ja, das Schema, da war ja was. Moment mal. Ach, das ist ein Schrubber. Ich habe jetzt gedacht, was macht der Cricketschläger hier? Okay, das sind alles Belohnungsschränke. Schön und gut. Jetzt frage ich mich halt nur, im realen Leben, also im normalen Alltag auf dem Schiff, da lasse ich einfach Otto Normalmensch hier spielen und schenke dem Munition. Einfach so, weil ich genau weiß, dass die Angestellten auf diesem Schiff alle fähig sind, verantwortungsbewusst auf einem Raumschiff mit Waffen umzugehen. Auf einem Raumschiff. Ich meine, was denken die sich dabei? Denken die überhaupt? Ich weiß es nicht. That's good. Hier ist dicht. Habe ich gehört, auch zur Besatzung. Seit ich hier abgeschmiert bin. Tief im Herzen weiß ich gehöre zu euch. Naja, ich sehe zwar nicht so aus wie ihr, aber Moment.
Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Ach, halt die Schnauze. Ne? Wie? Was? Ach, du Nervsack. Habe ich doch ein paar Leichen vergessen.